Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, beim letzten Mal hier stehen geblieben. Wir hatten ja noch eine lustige Höhle entdeckt, wollten eigentlich nur ein bisschen Stein farmen. Und da hat uns das Abenteuer wieder gerufen. Abenteuer. Hä? Moi, ich bin das Abenteuer. Willst du nicht ein lustiges Abenteuer erleben? Und ich habe gesagt, ja, von mir aus. Und jetzt gucken wir mal, was es hier in der Höhle so gibt. Ich höre schon wieder Lava blubbern. Ich höre nicht nur Lava blubbern, ich sehe auch Lava blubbern und ich sehe, wie sich hier so ein freches Stückchen Wasser einfach meint, mir den Weg zu versperren. Gucken wir mal, was hier so gibt. Ob es vielleicht an der Lava noch schönes Zeug gibt. Nein. Ja gut, Redstone gibt's hier. Redstone nehmen wir mal mit. Warum nicht? So. Kann man ja vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Außerdem gibt es gute Erfahrungen, Redstone. Huch, jetzt ist da alles weggeplupst. Ist das jetzt die Lava, die hier blubbert, oder ist das eine andere? Ja, so viel zur Höhle. Die große Überraschung war, es ist eine Höhle mit so gut wie nichts drin. Na gut. Soll's auch geben, warum nicht? Wir machen hier einfach weiter. Mit unserem Stilusch. Und bauen noch ein bisschen nach unten. Denn ich weiß ja, wenn man auf wenn man auf Bedstone, also dieser ganz untere Stein, wenn man auf den trifft, dann ist man ja auf der Ebene 0. Jetzt hier nochmal, um nochmal das Thema von der letzten Folge aufzugreifen. Von wegen gucken, auf welcher Ebene man sich befindet. Das ist vollkommen richtig, das kann man machen. Und man kann aber auch einfach so tief graben und dann nach oben zählen. Ich meine, ein Block ist ja eine Ebene. So, und dann kann man sich so auch orientieren. Das funktioniert mindestens genauso gut. So, ein bisschen Licht. Und was haben wir hier? Eine Höhle? Hier haben wir eine Höhle. Ja, hurra. Bisschen Lava, aber keine Mineralien an der Lava. Schade. Das hätte mich jetzt gefreut, hier irgendwas Tolles zu finden. Apropos, guck mal. Oh, Schmaragde. Schmaragd. So, dann graben wir uns hier einfach mal runter. Wir müssen den Weg nach Hause markieren. Ganz wichtig. So. Weil ansonsten guckt man am Ende doof, wenn wir nicht mehr wissen, wo wir herkamen. Und wo wir hinwollen. Und, oh, da sind Diamanten. Klasse. Klasse, ich sehe euch. Diamanten, ich sehe euch. Auf jeden Fall die Glücksspitzhacke holen. Oh ja. Das bedeutet, wir müssten jetzt nochmal den ganzen Weg zurück. Aber das wäre es auf jeden Fall wert. Gucken wir mal, hier Diamanten, da Diamanten. Überall Diamanten. So, naja gut, hier nicht mehr. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt hier... Okay. Und hier? Nö. Ah, hier fließt es runter. Okay. Dann wissen wir, dass es da ein bisschen tiefer ist. Theoretisch. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir auf jeden Fall alles abgedichtet mit... Und ganz ehrlich. Plup. 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 Ja, was mache ich hier eigentlich? Ich könnte das viel effektiver lösen mit ein bisschen... Egal. Pass auf, wir machen das jetzt einfach. Und jetzt ist es einfach dunkel. Dunkel. So. Ach, da ist ja auch noch einmal... Ach Gott. Ist ja überall sowas. So. Ist es zwar dunkel, aber das interessiert uns nicht. So. Diamanten sind da. Die Emeralde nehmen wir natürlich auch mit. Nehmen wir die roh mit oder nehmen wir... Obwohl, die können wir auch mit der Glücksspitzhacke abbauen. Das hat ja alles
effektiv was mit Glück zu tun. Also nochmal zurück und die Glücksspitzhacke holen. Würde ich sagen. Führt kein Weg dran vorbei. Wenn wir toll sein wollen, holen wir jetzt die Glücksspitzhacke. Hat man eigentlich gleich mitnehmen können, aber ich will nicht so viele verzauberte Sachen eigentlich immer mit mir rumschleppen, weil wenn wir mal sterben, ist es super ärgerlich, wenn dann alles weg ist. So, düpp. Hier müssen wir auch mal gucken, dass wir die anfangen, die Treppe zu bauen, weil ich will ja nicht immer hochspringen. Hier ist zum Beispiel schon Treppe. So, dann kann man einfach laufen. Einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen, laufen, laufen. Aus findet Nemo. Plus, dass sie da geschwommen sind. Also, es hätte mich gewundert, wenn die da gelaufen wären. Vor allem die Fische. Gut, die Seemöwen können vielleicht laufen. Das würde gehen. Aber die Fische? Schwierig. Oh, ich sehe gerade, es ist Tag. Also, wir haben quasi die ganze Nacht in der Mine verbracht. Das ist doch nett. Das finde ich sehr nett von der Mine, dass die da so ist. Warum renne ich hier hin? Wenn wir doch ein Lagerhaus haben, wo alles andere liegt. Einfach die Macht der Gewohnheit. Ich war jetzt so im Trott von dem, was wir sonst immer gemacht haben. Aber wir sind umgezogen. So. Einmal Stein. 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 Ganz viel Stein. 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 Das haben wir. Eine Redstone-Kiste haben wir auch noch gar nicht, oder? So. Erstmal die Glücksspitzhacke. Dankeschön. Hauf. Was machst du da? Steck doch nicht gleich den Kopf in den Ofen. So, hier ist. Nein, das war die Gravelkiste. Die Gravelkiste. Gravelkiste. Die. Pass auf, dann tun wir das Redstone jetzt einfach mal hier mit rein. Ich weiß, wir werden noch so viel davon kriegen, aber egal. Den Eimer, die Spitzhacke. Auf zu Abenteuern. Also, oh, das wäre toll, wenn wir jetzt aus. Wir müssen auch noch einen Weg zu der Mine bauen, stelle ich gerade so fest. Weil wir hüpfen ja hier immer den Berg hoch. Und jetzt habe ich natürlich keine Steine dabei. Ich wollte jetzt gerade noch so ein paar Treppenstufen bauen, dass wir hier effektiv runterlaufen können immer. Sind wir so eigentlich schneller, wenn wir jetzt hier runterlaufen? Ich glaube ja, oder? So am Rand. Duck, 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 duck. Hey, Macarena. Ei. So. Da können wir eigentlich auch hier gleich mal ein bisschen Kohle abbauen. Ich wollte mir die Spitzhacke in dem Sinne eigentlich auch aufheben, weil mit Glück abbauen, ne, noch ein bisschen Haltbarkeit drauf, aber das hat sich nur irgendwie alles erledigt gehabt zu dem Zeitpunkt, wo wir hier die Diamanten gefunden haben. Ich grase hier nochmal kurz drumherum ab, um sicher zu gehen, dass hier nicht Lava noch drunter ist. So, nö. Nö, sieht gut aus. Glücksspitzhacke. Ist das die Glücksspitzhacke? Ja, es ist die Glücksspitzhacke. Und dann wünschen wir uns mal selber Glück. Wow, ein Diamant. Oh, drei Diamanten. Okay. Nochmal mehr? Nochmal zwei? Yeah. Und nochmal zwei Diamanten. Super. 10 Diamanten daraus geholt. Das ist nice. Das gefällt mir richtig gut. Glücksspitzhacke, du bist toll. Geht das auch hier? Oh ja. Oh. Viele da rauskamen. 15 Stück. Flupp. Ah, okay, da kamen nicht so viele raus. Egal. Auch noch ein bisschen Lapislazuli. Nehmen wir auch mit. Sogar noch mehr. Noch ganz viel mehr. Hoffentlich kommt jetzt keine Lava runter. Die haut jetzt einfach tot. So, ich höre gerade, mein Handy klingelt. Da muss ich doch gleich mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. So, und da bin ich auch schon wieder. Dünü, so schnell geht das. Ich höre Zombies. Hallo? Nein? Ich will ja noch den schönen Emerald hier, also den Smaragd abbauen. Davon gibt es leider immer nur ein Vorkommen, aber. Und wir haben auch bloß einen rausbekommen. Okay, das scheint mit der Glücksspitzhacke gar nicht zu gehen, oder was? Willst du mir das jetzt erzählen? Finde ich voll nicht okay. Glücksspitzhacke, tu dein Ding!
Da kamen zwei raus. Okay. Finde ich okay. Was gibt's hier noch Schönes? Ein bisschen. Hä? Wieso ist denn da? Hä? Waren wir hier schon mal? Hä? Da grabe ich mich jetzt mal kurz runter. Das war knapp. Wasser, tu dein Ding. Ach, hier sind wir rausgekommen. Hier haben wir doch Diamanten mal abgebaut. Na, gucke. So klein ist die Welt von Minecraft. Na, eigentlich ist sie schon ziemlich riesig. So, Glücksspitzhacke. Bauen auch jetzt gleich mal ein bisschen Kohle hier ab. Einfach, weil wir es können. Um dann noch mehr Kohle rauszukriegen. Ja, Kohle. Kohle, Kohle. So. Das ist abgebaut. Ich hoffe mal, hier hinten lauert nicht noch irgendwie fies freches Mist. Fies freche Lava. Genau das meinte ich. So, weg mit dir. Ist die ganze Kohle verbrannt. Mist. So, erstmal was essen. Erstmal hier noch ein Steak, nein. Nein, Zwiebeln. Ah ja, da ist die Lava. Also da geht noch mehr Lava lang. Lava, Lava. Hat sich das Problem auch erübrigt. Noch ein bisschen. Wo kommen wir denn hier überhaupt raus? Warum ist hier schon wieder Lava? Frechheit. Ist das hier die andere Seite? Ach so, das ist der kleine Weg. Okay. Gut, wir haben genug eingesammelt. 8 Level. Das klingt ganz nett. 10 Diamanten, 4 Smaragde und noch viel mehr Zeug. Also hier fast ein ganzes Stack Lapis Lazuli. Das hat sich gelohnt. Glücksspitzhacke for the win. Glücksspitzhacke ho. Kommen wir. Ja doch, wir nehmen jetzt hier gleich noch ein bisschen die Kohle mit. Was soll der Geiz? Warum nicht? Haben wir auch gleich noch tausende Stacks Kohle. Geht dann gleich richtig ab. Blub, 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 blub. So, hier noch Kohle. Da ein bisschen, aber. Ah, egal. Wir haben ja ein bisschen was gekriegt. So, jetzt dürfen wir hier wieder hochhüpfen. Oder nicht? Nein, wir machen es anders. Ich will da jetzt nicht hochhüpfen. Ich habe da jetzt keine Lust. Ich baue jetzt hier eine Werkbank hin. Klatsch. Und viele, 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 viele. Naja, so viele jetzt auch nicht. Ja, ein paar schon. Von diesen Halbplatten. Halbsteinplatten. So. Damit man hier vernünftig hochlaufen kann. Meine Güte. So. 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 Jetzt muss man sich gucken, wie weit geht denn das? Na, so weit ist es ja gar nicht. Ich habe viel zu viele von den Dingern gebaut. So. Egal. Erfolgreiche Ausbeute. Ich hoffe, jetzt ist es nicht dunkel. Das wäre jetzt sehr ungünstig, wenn es dunkel wäre. Nee, es ist hell. Alles klar. Ich sehe Tageslicht. Licht am Ende des Tunnels. Gehe nicht zum Licht. Es ist so hell. Naja, eigentlich nicht. Es ist eher blau. Weil Tag ist. Und ich glaube, es wird sogar bald Nacht, weil ich sehe die Sonne nicht mal. Naja. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Erfolg auf ganzer Linie. Wir haben Stein, wir haben. Ach nee, so viel Stein haben wir gar nicht geholt, ne? Wir waren jetzt so oft die Diamanten fixiert, dass wir ja den eigentlichen Grund vergessen hatten, nämlich wir wollten mehr Stein holen, damit wir die Schmiede, die wir ja angefangen hatten, fertig bauen können. Aber ey, oh, meine Güte. Wir brauchen schon fertige Schmieden, ganz ehrlich. Wertvolle Kiste. Emerald. Diamanten. 11 Diamanten. Yeah! Noch ein bisschen davon. Ach, hier tun wir die Dinge auch da rein. Sind zwar nicht so wertvoll, aber vielleicht später. Hallo. Und eins mache ich noch, bevor ich hier die Folge beende. Ich nehme so ein Buch. Ich nehme zwei. Mal gucken. Dann gucke ich nochmal zum Verzauberungstisch. Verzauberungstisch, will ich natürlich sagen. Und gucke, dass ich mir so ein Buch verzaubere.
Vielleicht kriegt man ja was Cooles raus, dass sich die Schmiede mit dem Amboss dann im Endeffekt auch lohnt. Wenn wir sie denn dann haben. 4 ist ein bisschen viel. Hier 3. Sagen wir, Schutz 1, okay. Was gibt's hier? 6 Level haben wir noch. Jetzt kommt natürlich kein 6 Level mehr. Jetzt kommt 3, 5, 7, 4. Na komm. Na komm. Nein. Und wir haben Effizienz 1. Da können wir ja gucken, dass wir unsere Sachen noch effizienter machen. So, jetzt wird es auch langsam dunkel. Die Sterne stehen schon am Himmel. Ja, ich habe Himmel gesagt mit H. Nicht, was ihr denkt. Wenn ihr jetzt was anderes denkt, Schande über euch. So. Bücher da rein. Zack, läuft. Und schlafen gehen. Dann haben wir das auch geschafft. Die Folge zu Ende. Eiskalt überzogen. Juhu. Und damit bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Wenn wir hier wieder sind bei Minecraft. Nee, andersrum. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir hier wieder sind bei Minecraft. So rum, ja. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.